Ein ganz entscheidender Maßstab ist für uns die Transparenz. Hier wurde auch wirklich Transparenz jetzt geschaffen durch das Gutachten, das im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurde. Und ein zweiter natürlich ganz wesentlicher Aspekt ist für uns, dass wir die Betroffenen bestmöglich unterstützen, dass wir ihnen Hilfsangebote machen, die auch für sie in guter Weise individuell Unterstützung bieten. Und nicht zuletzt ist uns auch wichtig der Blick von außen, die Perspektive, die auch die Aufarbeitungskommission jetzt in den Prozess der Aufarbeitung mit hineinbringt. Für uns ist ganz wichtig, dass wir die Perspektive der Betroffenen jetzt mit hineinnehmen, ja vielleicht darf ich sogar sagen, ins Zentrum der Aufarbeitung stellen. Und wir sind dankbar, dass wir mit dem Betroffenenbeirat jetzt ein Gremium haben, wo wir auch wirklich im regelmäßigen, kritischen, aber dennoch konstruktiven Austausch sind. Das hilft uns sehr, dass wir in guter Weise weitere Schritte der Aufarbeitung und auch der Prävention tun können. Ein zweiter Aspekt, wie die Perspektive der Betroffenen mit hineinkommt in diesen Aufarbeitungsprozess, sind verschiedene Veranstaltungen für Betroffene, mit Betroffenen entwickelt, die auch teilweise vom Betroffenenbeirat ganz unmittelbar vorbereitet werden. Hier unterstützen wir als Erzdiözese. Und was für uns auch wichtig ist, sind die Einzelgespräche mit Betroffenen. Verantwortliche der Erzdiözese stehen für Einzelgespräche auch zur Verfügung. Und auch das ist für uns immer wieder eine Hilfe, hier im Einzelgespräch zu schauen, was ist für die Betroffenen wichtig. Für Betroffene ist oftmals der erste und wichtige Schritt, dass sie einen Antrag auf Anerkennungsleistung stellen können. Hier gibt es eine unabhängige Kommission in Bonn, die diese Möglichkeit bietet, über diese Anträge dann auch entscheidet. Und hier sind wir als Erzdiözese natürlich mit im Boot, wie alle anderen deutschen Diözesen. Und viele Betroffene nehmen diese Möglichkeit wahr. Ein zweites wichtiges Angebot ist die Erstattung von Therapiekosten. Betroffene, die therapeutische Begleitung brauchen, können hier eine Kostenerstattung in Anspruch nehmen. Ein drittes Angebot ist Beratung. Wir haben inzwischen auch eine eigene Beratungsstelle mit entsprechend spezifisch ausgebildeten Beraterinnen und Beratern, die hier unterstützen. Und auch nichtkirchliche Fachberatungsstellen, das heißt Betroffene, die jetzt kein kirchliches Angebot wahrnehmen, möchten, haben hier noch eine Möglichkeit. Und nicht zuletzt will ich auch den Bereich der Seelsorge nennen. Wir haben auch neu geschaffen eine Stelle Seelsorge für Betroffene, wo Seelsorgerinnen und Seelsorger, die hier eine spezifische Kompetenz haben, auch die Betroffenen in dieser Weise begleiten und unterstützen können, wenn diese das wünschen. Erster und wichtigster Schritt ist, dass wenn ein Verdachtsfall gemeldet wird, wir hier wirklich konsequent vorgehen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auch aus dem Dienst genommen wird, gegen die ein solcher Verdacht geäußert wurde und dass hier dann auch aufgeklärt wird. Das ist, denke ich, der erste und wichtigste Schritt. Aber langfristig ist natürlich die Präventionsarbeit von besonderer Bedeutung. Hier möchte ich hervorheben, das E-Learning-Programm, das verpflichtend für alle Priester und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, die hier sensibilisiert werden und hoffentlich auch in guter Weise qualifiziert werden, dass sie dann in der Praxis auch aufmerksam sind, wenn es hier zu Situationen kommt, die vielleicht in diese Richtung eines Missbrauchsfalls weisen könnten. Und das gilt aber nicht nur für den Bereich der Pastoral, sondern auch in den Schulen und in den Kindergärten gibt es eigene Präventionsschulungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sodass auch in diesem Bereich ein guter Standard gewährleistet ist. Wir hören auch immer wieder, dass die Präventionsarbeit hier bei uns in der Erzdiözese wirklich auf einem guten Niveau ist. Und das Niveau wollen wir natürlich halten und uns auch hier noch weiter entwickeln. Unsere Stabsstelle Prävention leistet hier, meine ich, wirklich sehr gute Arbeit.